Herzlich willkommen, liebe Zuschauer der Landsitzliebe und in Anis Welt. Heute hatten wir unheimlich viele technische Probleme, um Bernd vor die Kamera zu holen. Schluss und letztendlich ist es uns doch gelungen. Und wir möchten heute auch über etwas ganz Besonderes sprechen. Und jetzt gebe ich das Wort mal an Bernd, damit er euch erklärt, was wir vermuten, was dahinter liegt, dass wir solche Probleme hatten im technischen Bereich, um euch dieses Thema näher zu bringen. Herzlich willkommen, Bernd. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, alle da, die hier zuschauen, zuhören. Liebe Ani, ja, vielen Dank für dieses neue Interview hier. Genau, heute ist das Thema der Bienen-7-Stern und ich selbst habe für meinen YouTube-Kanal schon zig Anläufe genommen, um mal ein Video über den 7-Stern zu machen. Und immer gab es ominöse Schwierigkeiten, sodass es nichts geworden ist aus technischen Gründen, aus sonst was für Störungsgründen. Und heute ging das schon wieder so los. Wir haben uns hier verabredet für diese Aufnahme, für dieses Interview, wo es um den Bienen-7-Stern gehen soll. Und prompt gab es ein ganzes Bündel von technischen Schwierigkeiten. Und ich war da kurz vorm Aufgeben, bis ich dann noch eine Idee hatte und wir jetzt hier auf Sendung gehen können. Ja, ich freue mich, dass es noch geklappt hat. Aber du vermutest dahinter auch etwas ganz Besonderes. Manchmal habe ich schon wirklich die Vermutung, dass irgendeine Kraft nicht will, dass da zu viel Information drüber rausgeht. Ich weiß es nicht. Ja, man verfällt da schon mal schnell in Paranoia. So viele scheinbare Zufälle häufen, dass da nichts auf Sendung gehen kann. Ja, aber wer weiß. Es ist einfach vielleicht, wie es so nun mal so ist. Es gibt ja keine Schuld und es ist immer eine Verkettung von irgendwelchen Umständen und vielleicht hat es das gerade gebraucht, dass noch ein bisschen Zeit diesen Abend hier ins Land geht, bis das Ganze jetzt hier ins Laufen kommt. Naja, ich gebe ja nicht auf und du auch nicht. Das ist ja das Gute daran. Aufgeben ist nicht mein Ding und Geduld ist meine Stärke, in den meisten Fällen zumindest. Genau, gibt es ja immer mal. Jeder hat ja so seine Schattenseiten auch so, aber Geduld bin ich schon ganz groß drin und bin auch jetzt ganz glücklich, dass wir jetzt hier noch auf Sendung gehen können zum Thema Bienen-7-Stern, genau. Ja, du hattest mir in unserem Gespräch schon ein ganz tolles Buch gezeigt, was sich auch damit beschäftigt. Magst du es uns mal zeigen? Ja, ich halte das hier mal in die Kamera. Ja, kann man sehr gut lesen. Das Buch ist von Volker Schindling-Horny, der Bienen im 7-Stern im LSH Verlag Ratingen erschienen. Ja, ISBN-Nummer können wir in der Videobeschreibung mal reinbringen, wen es interessiert. Ja, das ist quasi das Standardwerk, was aktuell verfügbar ist zum Thema der Bienen im 7-Stern. Es gab da vor vielen Jahren die ersten Aufzeichnungen von Heinrich Sannemann, der den 7-Stern wieder quasi ja aus der Versenkung geholt hat und ein Buch drüber geschrieben hat. Das geht jetzt auch bei Telegram in den entsprechenden Gruppen, geht das als PDF rum. Und der Volker von Schindling-Horny, der hat quasi dieses Buch als Grundlage genommen, mit seinen eigenen Erfahrungen, Erlebnissen, quasi den Inhalt mit neu aufgelegt und da ziemlich umfassend drüber berichtet. Das habe ich natürlich gelesen. Vor einem Jahr, also heute vor einem Jahr, da wusste ich noch nicht mal, dass es einen Bienen-7-Stern gibt, obwohl ich schon seit 1980, seit ich 11 Jahre alt bin, imkere, habe ich nie was vom Bienen-7-Stern gehört. Und es gibt ja auch hier im Bereich der Landsitzliebe-Kanäle die Gruppe Bienen und Spiritualität. Und da bin ich auf andere 7-Stern-Imker getroffen, die davon berichtet haben und ja, bei mir ist es so, viele Dinge interessieren mich nicht und wenn ich manche Dinge höre, dann stellen sich mir sofort die Nackenhaare auf und ich war fasziniert von diesem 7-Stern-Thema und ich wusste genau, das war letztes Jahr im November war das, glaube ich, oder Dezember, dass das Thema 7-Stern in mein Leben kam und ich wusste genau, das ist mein Ding, da möchte ich ran und ja, letztendlich war das wieder mal wie ein roter Teppich. Ich hatte morgens
bin ich wach geworden mit einer Vision, wo dieser 7-Stern steht. Wir haben hier gleich im Anschluss am Garten eine Wiese, wo wir nicht wussten, wem die gehört, die aber ungenutzt da rumliegt. Und ich habe den 7-Stern dort stehen sehen. Und ja, dann kamen ganz viele Menschen auf mich zu, wo ich rausbekommen habe, wem gehört die Wiese. Und der Mann ist sehr freundlich, sehr nett, war sofort offen für alles. Und ich darf da machen und mich ausbreiten. Und ja, mittlerweile stehen da 7 Bienenkästen. In dem 7-Stern, genau. Das mal so zum Anfang hier. Ja, sehr interessant. Ich hatte ja auch gerade die Ehre, das Kapitel von den Bienen aus dem Buch Die Fahrt ins Paradies von Veda Elysia zu lesen, vorzulesen. Also gelesen hatte ich es schon eher. Also fantastisch, wie das da beschrieben wird und welche Bedeutung dem Ganzen zukommt. Und zum einen steht da auch drin, dass 7 Sterne nicht so nah aneinander stehen dürfen, damit sie selber in der Energie nicht gestört werden. Das fand ich sehr interessant. Und auch, dass Funkmasten die Energien stören. Und noch viele weitere wertvolle Tipps. Und ich denke, da kannst du auch einiges drüber berichten. Was hast du für Erfahrungen sammeln dürfen? Meine Erfahrungen halten sich da noch in Grenzen. Es war dann so, als ich dann diese Info vom 7-Stern hatte, hatte ich das Glück bei einer befreundeten Imkerin, die einen 7-Stern gar nicht so weit weg von hier aufgebaut hat, da mal zu Besuch zu sein, mir Praxistipps zu holen, mich mal in die Mitte eines 7-Sterns stellen zu dürfen und die Energie fühlen zu dürfen. Und das, wow, das war Gänsehaut pur, in der Mitte vom 7-Stern zu stellen. Und da war klar, jetzt musste ran. Und ja, ich habe dann die Völker so nach und nach zusammenbekommen. Meine Bienen waren dies Jahr nicht so schwarmfreudig, so gegen den Trend, sodass ich die Völker da wirklich mir zusammen kaufen musste. Und ein Volk in meinem 7-Stern, da war ich vermutlich nicht achtsam genug. Es ist ja meistens nicht, die Bienen funktionieren ja, die machen ja, aber es ist meistens, sind es wir Imker selbst, die irgendwo was versäumt haben, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Und ein Volk ist mir eingegangen. Ich habe jetzt 6 Völker, 7 Kästen, einer davon ist jetzt leer, den habe ich zugemacht, da war keine Bienen mehr drin. Ja, und es ist mein erstes Jahr, für mich ist das Ganze ja auch ein bisschen Forschungsprojekt sozusagen. Dennoch, also die 7 Völker waren aktiv alles und wir haben das Glück, hier keine Funkmasten zu haben in der Nähe, also wir haben ganz schwachen Handyempfang hier in unserem Tal, dass die Bienen von der Seite relativ gut aufgestellt sind und wenig Beeinträchtigung haben. Und eine sehr fühlige Freundin, der habe ich gesagt, stell dich mal in die Mitte und spür mal rein, ob der 7-Stern aktiv ist, was da wirkt, was du empfindest. Und sie meinte, ja, das ist schon eine besondere Energie und so empfinde ich es auch. Obwohl das Ganze noch im Aufbau ist, ja, es ist einfach ein erhebendes Gefühl, da in der Mitte zu stehen, wo sich die Energie auch bündelt, neben den Sternspitzen. Ja, klasse. Macht ihr das denn auch mit Kästen oder macht ihr das mit diesen ausgehöhlten, morschen Baumstümpfen? Ich mache das ganz herkömmlich. Ich habe ja die auf der Großwabe, in der Großraumbeute, in der Dadantbeute arbeite ich ja. Und ganz herkömmliche Kästen. Das Einzige, also ich achte darauf, dass keine Metalldeckel sind. Noch habe ich 2 Kästen, für die ich noch keine Holzdeckel kaufen konnte und auch nicht die Möglichkeit hatte, bis jetzt die zu bauen. Ich bin da ja gerade sehr eingespannt, dadurch, dass ich auch meine Mutter jetzt hier pflege noch und ja in der Gemeinschaft, in der Hausgemeinschaft hier noch einige Aufgaben habe mit dem Garten und so. Und ja, das geht immer alles sehr schleppend, aber ich achte da eben halt auf alles, dass das da gut eingerichtet wird. Aber in ganz normalen, herkömmlichen Bienenbehausungen, ganz normale Bienenkästen, wie sie da viele Berufsimker verwenden und immer mehr Hobbyimker, diese Großraumbeute mit dem ungeteilten Brutraum. Und ja, es funktioniert. Es ist egal, in welcher Beute man das hält, ob in natürlichen Beuten, in Körben, in was weiß ich auch immer. Wie hast du den 7-Stern ausgerichtet? Wie hast du das gemacht? Woran hast du dich orientiert?
Genau, das ist mal ein gutes Thema, was du da ansprichst. Wir sind jetzt hier schon so ein bisschen eingestiegen in das Ganze und vielleicht ist es ganz gut, das mal so ein bisschen chronologisch aufzureihen, wie das Ganze entstanden ist. Also ich habe diese Vision gehabt, diese Wiese ist es, der Platz ist es. Ich bin da raufgegangen und habe da reingespürt, ob der Platz ideal ist. Also man stellt sich an die Seite des Grundstückes und fragt quasi ins Feld hinein, ob der Platz stimmt. Und ja, das war gegeben. Und ich habe hier zwei so kleine Metalldrähte, so gebogene. Das ist so meine Routen, zu der ich ne, mit denen ich eine besondere Anbindung habe und abfragen kann. Ich habe dann abgefragt, passt das? Bin den Platz abgegangen, nach Störstellen gesucht. Es waren keinerlei Störstellen. Und dann war mir klar, okay, dieser Platz ist es. Der Bien-Siebenstern, also der Siebenstern im Original, hat einen Durchmesser von 13 Meter. Passte da nicht hin aufgrund der örtlichen Gegebenheiten. Und so habe ich quasi, man kann das immer kleiner machen, um die Hälfte verkleinern und vielleicht auch einmal noch verdoppeln. Finde ich nicht so sinnvoll. Ich habe einen Durchmesser von 6,5 Metern. Und ich habe dann quasi aufgrund der örtlichen Gegebenheiten den Nordpunkt festgelegt. Mit dem Kompass ausgerichtet. Man geht, weil der Pol sich mutmaßlich ja ein bisschen verschoben hat, geht man noch 4 bis 6 Grad noch Richtung Osten dann, legt den ersten Platz fest. Unter jedem Punkt der Sternspitzen liegt noch ein Findling vom Grundstück hier, vom eigenen Grund und Boden. Also ist quasi ein Steinkreis integriert in diesen Bien-7-Stern. Und ja, habe dann quasi anhand dieses Nordpunktes habe ich dann diese Winkel der Schenkel von 51,2 Grad ausgerichtet, also dann abgemessen, den Mittelpunkt gesetzt, genau, und quasi mit einer Schnur alles berechnet vorher und die Punkte festgelegt und immer da in die Mitte einen Stein gemacht und dann, ich habe so mit Rasengitterstein, habe ich die Stellplätze gemacht, so 40, knapp 40 Zentimeter über dem Boden, ein bisschen erhöht. Ja, und da stehen jetzt die Kisten drauf. Also Genau. du hast das angelehnt an den goldenen Schnitt, diese Zahl μ heißt sie, glaube ich. Daran hast du dich orientiert, so mit der Fibonacci-Folge. Ja, genau, das ist alles in diesem Bereich der heiligen Geometrie und ja, dieses Wissen um den Siebenstern, das war ja jetzt nicht so ursprünglich für die Bienen gedacht. Das haben ja die Templer vor vielen Jahren aus Jerusalem mit nach Europa gebracht und die großen Kathedralen, Chartres, Kölner Dom, die haben alle irgendwo einen Siebenstern integriert. Also die wussten da schon beim Bau dieser Sachen um die energetische Wirkung dieser geometrischen Strukturen des Siebensterns. Also haben sie das quasi von den Bienen geklaut, Ja, die Bienen in der Natur, früher in der freien Natur, die haben sich bei Baumhöhlen gesucht und hatten schon großen Abstand. Also das ist jetzt nicht so ursprünglich, dass die Bienen so relativ dicht zusammenstehen. Wobei gesagt wird, also ich habe das Empfinden auch, aber ich habe noch, da es ja mein erstes Jahr mit dem Siebenstern ist, noch nicht die abschließenden Meinung mir darüber gebildet, wie es ist, oder noch nicht das abschließende Bild, dass innerhalb des Siebensterns die Völker untereinander eine besondere Kommunikation haben, was so bei normaler Aufstellung von Bienen nicht der Fall sein soll. Ja. Ja, wie findest du das denn raus? Also, liegt das dann am Duft oder summen die anders? Wie kann man das herausfinden? Steht da was in dem Buch zu drin? Das kann ich dir jetzt im Moment genau nicht so sagen. Also in dem Buch habe ich jetzt nicht so, ich habe das zwar mehrfach gelesen, aber habe ich jetzt nicht so präsent. Aber ich habe da wirklich viele Informationen eingeholt und da wird ganz klar gesagt, die Völker kommunizieren untereinander. Ja, und mir ist es ja, es ist wie gesagt mein Forschungsprojekt. Ich bin da sehr offen für. Man weiß nicht, oder zumindest normale konventionelle Imker werden sagen, der hat doch einen an der Waffel, der spinnt mit diesen Geschichten. Ist halt sehr speziell, aber ja, ich kann das annehmen, ich kann das glauben, ich spüre das, ich habe es gespürt, als ich im Bien-7-Stern stand und das ist einfach jetzt der Weg, das alles herauszufinden im Laufe der Jahre, wenn der jetzt aktiv ist. Ich habe da auch noch einen Baum in der Nähe des 7-Sterns stehen, der vielleicht ein bisschen dicht dran ist.
Der ist außerhalb des sieben Sterns, aber relativ dicht dran. Und innerhalb des sieben Sterns soll nichts höher als 1,50 Meter wachsen. Keine Bäume, sowas, damit die Energie wirklich fließen kann. Ja, genau. Und da muss ich vielleicht noch ein bisschen nachjustieren, dass die Eigenschaften des Bienensterns nächstes Jahr noch besser zum Tragen kommen. Na gut, letztendlich profitieren die Bienen ja auch von dem Baum, wenn er blüht. Ja, genau, das ist ein schöner, wunderschöner Apfelbaum. Und ja, vielleicht muss ich die eine Stütze noch wegnehmen, damit da wirklich das Kraftfeld wirklich ungestört sein kann. Es ist auch gerade so am Ostrand und es wird gesagt, dass die Energie im Siebenstern Richtung Osten abfließt. Und auf der Ostspitze des Siebensterns soll auch ein besonders starkes Volk sein. Da habe ich auch mein Volk Irmgard, ein wirklich sehr, sehr bärenstarkes Volk aufgestellt, was sich dort wunderprächtig weiterentwickelt hat. Und ja, eines der Zugpferde ist im Siebenstern. Hast du auch was in die Mitte gestellt? In der Mitte steht auch ein kleiner Findling vom eigenen Grundstück, der Mittelstein. Und ja, da stelle ich mich öfter rein, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um den Akku aufzuladen. Und ja, ich spüre da schon einiges an Energie fließen, ja. Und da hast du auch von diesen Kristallen gehört, die man in die Mitte stellen soll, damit dieses Energiekraftfeld noch weiter verstärkt wird? Ja, habe ich von gehört und ich bin da auch noch dabei, sowas zu finden. Also ich würde da gern einen schönen Rosenquarz reinstellen, mächtigen in die Mitte. Das wäre noch so mein großer Wunsch, aber gut, das muss ich noch ergeben irgendwie. Ja. Ach, das wird es bestimmt. Ja, ja. Ja, sehr interessant. Also ich würde mich da auch gerne mal reinstellen. Ja, also bei mir kann jeder gegen Voranmeldung hier eine Standbesichtigung machen. Ich freue mich da immer sehr. Ich habe schon viele Gäste hier gehabt, denen ich das zeigen durfte, was drüber erzählen durfte. Und ja, das hat wirklich teilweise große Faszination ausgelöst. Der Siebenstein, aber auch allgemein das mit den Bienen. Und mittlerweile begleite ich ja einige Menschen, die mit der Bienenhaltung angefangen haben. Und ja, macht mir da echt Freude, das Ganze weiterzugeben. Deshalb ja auch hier diese Interviewreihe. Ja, und ich hoffe, es melden sich ganz viele Zuschauer bei dir und besuchen dich und lernen über die Bienen und durch unsere Aufnahmen hier. Dafür machen wir das ja. Ja, genau. Das wäre mir eine große Freude. Es ist ja, wie gesagt, es geht ja hier auch mit um die Familienlandsitze und ja, auf jeden Landsitz gehört mindestens ein Bienenvolk. Und genau, also ich habe auch gehört, ich habe es noch nicht überprüfen können, die Quellenlage ist dazu sehr dürftig, aber ich habe gehört, dass früher, ganz weit früher, ich weiß nicht zu welcher Zeit, die Bauern waren ja so die, die auch Bienen hatten, damit ihre Bäume bestäubt werden, ihre Pflanzen, alles. Die Bauern hatten Bienen und ich habe die Info bekommen, dass früher das gang und gäbe waren, dass die Bauern einen Siebenstern hinterm Hof hatten. Ach, guck an, da. Ja. Ich habe leider hier noch nirgendwo einen gesehen. Und ich finde es so faszinierend. Was denkst du, wie alt das ist oder wie es da dazu gekommen ist, dass das eben nicht mehr Usus ist? Na, wir wissen ja, dass ja alles, was uns so heute begleitet, dass das ja, diese Welt ist ja das künstliche Konstrukt. Die Erde ist das natürlich gewachsen. Wir sind Menschen der Erde, aber man hat versucht, wer auch immer dahinter steckt, oder was heißt versucht, in weiten Teilen ist ja auch geschafft, dass die Menschen, also von Menschen der Erde zu Bürgern der Welt wurden, ne? Und diesen künstlichen Konstrukten huldigen und darin leben und die Anbindung zur Natur verloren haben. Und ja, vieles wurde dann eben halt als, sagen wir mal so ganz salopp, als uncool dargestellt und die Ablenkung kam ins Spiel und die Dogmen und Ansichten und Systeme und ja, es ist ja so vieles verfälscht und verdreht. Also wir leben ja wirklich in einer Zeit der absoluten Verdrehung, der Umkehrung von allem, was natürlich gewachsen ist. Und so haben sich die Menschen vermutlich auch von diesem alten Wissen weit entfernt und es ist in Vergessenheit geraten und wir sind jetzt die, auf die wir immer gewartet haben. Wir buddeln das jetzt wieder aus, ne? Jetzt die Menschen. Immer mehr kommen da rein. Und drehen das Ganze wieder um. Genau, es wird wieder alles zurechtgerückt, was verrückt war zuletzt.
Ja, lieber Bernd, ganz interessant, was du alles schon dazu weißt. Was sind denn noch so deine Erfahrungen mit dem Siebenstern? Ja, meine Erfahrung. Wie gesagt, ich stehe noch ganz am Anfang. Für mich ist das eine Forschung, auf die ich mich ganz einlasse. Es wird dem Bienen-Siebenstern auch nachgesagt, dass die Varroamilbe, mit der ja die Imker allgemein sehr viel zu tun haben und viel Ärger haben, wenn sie sich drüber ärgern. Die sind ja auch ein Teil, der uns geschickt wird, um damit zu wachsen, daran zu wachsen. Und es wird gesagt, dass die Varroamilbe die Energie, diese hohe Energie in diesem Siebenstern nicht aushält. Und viele Imker haben die Erfahrung gemacht, dass der Milbenbefall dort wesentlich geringer ist. Ich habe allerdings auch gehört, dass am Anfang die Menschen, die den Siebenstern errichtet haben, anfangs wenig Schwierigkeiten mit der Milbe hatten, dass die Milbe sich aber angepasst hat und dass sie jetzt mittlerweile auch Maßnahmen zur Eindämmung der Milbe machen müssen, damit die Völker überleben. Also da muss ich selber noch meine Erfahrungen sammeln. Wie gesagt, mir ist ein Volk ist mir eingegangen im Siebenstern an der Südspitze. Ja, das sah immer sehr gut aus. Man hat wenig Milbenbefall gesehen. Auch diese ganzen Begleiterscheinungen wie verkrüppelte Flügel oder Zittern oder sowas habe ich bei mir am Bienenstand nicht gehabt. Aber es muss wohl doch eine schleichende Zeitbombe gewesen sein. Und ich habe da relativ spät angefangen zu behandeln und zu schauen. Und ja, da ist mir ein Volk auch dann eingegangen im Siebenstern. Aber wie gesagt, bei mir ist das alles noch im Aufbau und ich muss noch ausfeilen und alles und möchte da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ich kann nur sagen, es wird dem nachgesagt, dass es so ist. Das ist der Stand meines Wissens. Ja, da werde ich noch viel mehr selber zu erfahren und von anderen auch noch einbringen können dann. Bernd, hast du denn auch schon mal von dem Bücherskorpion gehört, der den Bienen ja helfen kann in Bezug auf diese Milbe? Der Bücherskorpion war früher, als ich angefangen habe, 1980, hatte ich so einen alten Hinternbehandlungskasten. Da war der Bücherskorpion allgegenwärtig. Da gab es noch keine Milbe. Die kam erst später. Da bin ich dann auf moderne Kästen umgestiegen. Und als die Milbe dann kam, als die eingewandert ist bei uns. Jetzt habe ich ein Volk schon mit einer sogenannten Diffusionszarge, im Volksmund auch Klimadeckel genannt, ausgestattet, wo wieder Raum ist. In den modernen Kästen ist ja kaum noch Platz für diesen Bücherskorpion. Und es wird jetzt mittlerweile auch schon kommerziell angeboten, solche Klimadeckel, solche Diffusionszargen, wo der Bücherskorpion überhaupt erst wieder einen Platz findet. Man kann diese Bücherskorpione auch kaufen. Im Normalfall, wo die Platz haben, siedeln die sich von alleine an. Es gibt Aufnahmen, Stichwort Torben Schiffer, der auch sehr umstritten ist. Kann man zu stehen, wie man will. Ich bin ja da so ein Wanderer zwischen den Welten, zwischen ja, alteingesessener Imkerei und neuen Methoden, auch die Spiritualität. Ich schaue mir alles an und baue mir da meinen eigenen Weg raus, was eigentlich jeder machen sollte und keinem Dogma verfallen sollte. Ich bin da recht offen. Da gibt es ein Video, eine Aufnahme, wie ein Bücherskorpion eine Varroamilbe frisst. Und ich bin da sehr offen. Ich denke mal, der Bücherskorpion kann durchaus helfen, dass der sich an den Milben vergreift. Ob es die absolute Lösung ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber ich bin da sehr offen und werde da eigene Beobachtungen machen, wenn ich den Bücherskorpion wieder angesiedelt habe. Ja, aber es ist halt schwierig, weil ein Großteil der Imker behandelt mit Ameisensäure, die sehr aggressiv ist, die auch die Bienen recht relativ schädigt, obwohl es organische Säure ist, auch in der Bio-Imkerei zugelassen ist. Man muss da schon aufpassen, dass man wirklich die Bedingungen dem Bücherskorpion bieten kann in dieser modernen Imkerei, die er auch braucht. Also das ist auch noch so ein Forschungsding. Ich mache da alles, dass er sich wieder ansiedelt und die Diffusionszarge nehme ich, wenn ich mit Oxalsäure behandle. Nehme ich die so lange runter, damit die Bücherskorpione, die eventuell da zu finden sind, das überleben. Ja, und werde da weiter beobachten. An dem Thema bin ich dran und ja, werde da auch, wenn wir hier noch öfter sprechen, vielleicht auch mal, wenn ein Jahr vergangen ist oder 2 Jahre, noch gern noch mal was zu sagen, wenn ich da mehr eigene Erfahrungen habe oder sich die
allgemeine Wissenslage dazu verfestigt hat. Ja, natürlich. Du bist herzlich dazu eingeladen und ich freue mich darauf. Ja, das ist eben halt ein ständiges Lernen und man lernt ja immer neu und dazu. Und ich bin jetzt auch gerade am Überlegen mit diesem Diffusionsdeckel, so wie das in dem anderen Buch von der Fahrt ins Paradies beschrieben war, regulieren die Bienen im Prinzip ihr Klima in einem hohlen Baumstamm selbst. Und die mögen das gar nicht, wenn man den Deckel überhaupt öffnet. Ja. Hast du dazu auch Erfahrungen? Ja, es ist natürlich grundsätzlich so, dass die Bienen nicht gestört werden sollten. Aber wie ich schon mal gesagt habe, man sagt ja zu den Bienen der Bienen und wir Imker oder wir Bienenväter und Bienenmütter, wir sind ja auch Teil dieser Gemeinschaft. Wir gehören dazu zum Bienen und wir machen Zugeständnisse an die Bienen. Wir machen Dinge mit den Bienen, wenn wir achtsam, ökologisch, wesensgemäß imkern, auch spirituelle Aspekte einbeziehen. Und genauso müssen die Bienen dann auch mal ein bisschen Rücksicht auf unsere Bedürfnisse nehmen, damit das alles funktioniert. Und klar, wir machen da auf, wir gucken rein. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir uns so verbinden. Also ich finde das, es ist auch immer schön zu sehen, wenn man mit den Bienen kommuniziert vor jedem Eingriff. Bei mir haben die Völker ja alle Namen, wie ich schon mal erwähnt hatte in früheren Interviews. Und ja, es entsteht eine Verbindung, eine Tiefe zu jedem einzelnen Volk. Und die wissen Bescheid, wenn man mit denen kommuniziert. Und die dulden das auch. Es ist halt nur wichtig, nicht zu viel drin, um zu wursteln in den Bienenkästen. Aber das funktioniert dann auch. Und die kriegen das super gelüftet, alles von alleine. Die brauchen da keine Belüftungssysteme und sonst was. Die machen das schon selbst. Es ist aber halt ein natürlicher Baum, der atmet, der ist ein lebendiges Teil. Und so eine Diffusionstage kann da sehr gut unterstützen. Das ist ja nicht so, dass da irgendwie Wind durchpfeift dadurch. Das ist ja auch alles dicht. Es ist halt nur natürliches Material, was eben halt die Feuchtigkeit ableitet. Das Raumklima dadurch unterstützt innerhalb des modernen Bienenkastens. Ja, lieber Bernd, ich danke dir von ganzem Herzen für deine wertvollen Informationen. Hoffe, unseren Zuschauern hat es auch gefallen. Wenn, dann hinterlass gerne einen Kommentar und abonniert uns. Bernd, erzähl du nochmal, wie man dich am besten erreicht auf YouTube. Ja, also ich habe den YouTube-Kanal Mensch Bernd, den Telegram-Kanal Mensch Bernd 999. Ja, da bin ich zu erreichen. Auf Telegram findet man mich leicht über die Kommentare oder per E-Mail kann man mich erreichen. Das ist da alles auch über meine Homepage. Steht da alles in den Beschreibungen meiner YouTube-Videos. Und ich freue mich immer über Austausch und Kontakt und bin da sehr offen und freue mich über jeden Austausch. Ja, dann hoffe ich, unsere Zuschauer nutzen das und freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch für euer Interesse und bei dir, Arni, für dieses nette Interview wieder. Ja, freue mich auf weitere Interviews und genau. Ja, macht immer Spaß mit dir. Ja, ich wünsche allen eine wundervolle, schöne, glückliche Zeit. Ja, ich auch, da schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.